Muss ich wieder trinken? Nein, ich habe gerade getrunken. Leute, Donnerstag, der 22. Ich werde jetzt nachher mit den Kabelschellen hinten weitermachen und dann tun wir mal den Ringbalken probelegen. Ja, das machen wir heute. Und vielleicht tue ich den gleich noch vorbohren. Ja, das sind so die Sachen, was ich mir für heute vorgenommen habe. Wir sehen uns nachher dann hinten wieder. So Leute, die Vorbereitungen zum Kabel verlegen werden soweit alle abgeschlossen. Darüber geht es dann mit Nagelschellen fürs LAN-Kabel und dann innen rein. Und hey, Kommentare sind sowas von überflüssig. Bevor hier unter das Dach ein Blitz einschlägt, schlägt er oben ins Dach ein. Also manchen Leuten ist er echt nicht zu helfen mit ihren Kommentaren. Aber egal, ich schnapp mir jetzt die Balken und werde die mal hier aufs Fundament Probe legen und mal Probe messen. Ja, einfach mal gucken, testen und dann gleich anzeichnen, wo ich dann eventuell die Rohre verlege. Ja, oder wo ich die Rohre verlege und wo ich dann eben durchbohre, um den Ringbalken mit der Platte zu verschrauben. Also ich will das Ding schon irgendwie fest haben. Das hat zwar hinterher über eine Tonne oder was weiß ich, 1,2 Tonnen Gewicht, das ganze Teil, aber ich will es trotzdem verschraubt haben. Punkt. So in etwa wird es nachher aussehen. Jetzt ist es auch ersichtlich mit den Lüftungsrohren. Ja, morgen eben wird die Dachpappe komplett ausgelegt. Dann werde ich heute noch hier markieren, wo ich überall bohre. Hier zum Beispiel in diesem kurzen Stück werde ich dann wahrscheinlich 2 Bohrungen machen. Ja, genauso wie auf die Länge 2 Bohrungen, da 2 Bohrungen, weil die Balken, blöde Viecher hier, werde ich komplett durchsägen. Ich denke, die werde ich mit der Säbelsäge durchsägen, wenn der Ringbalken fest ist. Sollte funktionieren. Zuerst habe ich mir ja schon überlegt, ob ich hier einen kleinen Ausschnitt bloß rein mache, wo das Rohr durchgeht, aber wenigstens einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter, da kann ich den Balken auch gleich komplett durchsägen. Ja, die Rohre kommen dann genau in der Mitte raus, nach oben senkrecht. Das muss auch noch genau angezeichnet werden. Die inneren Balken, die habe ich jetzt nur Probe gelegt. Die kommen dann ganz zum Schluss erst rein, wenn die komplette Hütte außenrum schon steht. Den dritten habe ich in 2 Teile bekommen, aber ist ja egal. Den muss man ja sowieso ein Stück raussägen. Ja, und so wird das Ganze dann eben aussehen. Ja, was mache ich jetzt heute noch? Ich werde mal eben die Markierung setzen, wo ich bohre, und werde dann noch den Ringbalken selbigen jenen noch vorbohren. Ja, damit wir morgen dann den Ringbalken fest auf den Boden drauf bringen. Das wäre dann das Ziel für morgen. Mhm. Und am Samstag geht es dann mal richtig schön weiter. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen das Wochenende. Highlife und Konfetti, sage ich bloß. So, die Löcher werden alle vorgebohrt. Also ich habe die Balken alle auf den Böcken da hinten, die habe ich hier gehabt und auf der Böcke vorgebohrt. Morgen werde ich mir noch einen entsprechenden langen Steinbohrer organisieren. Da habe ich leider gerade keinen da, der durch die Löcher durchpasst, weil zu groß sollten ja die Löcher auch nicht werden.
Und ja, dann wird erstmal der Ringbalken von außen verschraubt, dass der zusammenhebt. Wie gesagt, Dachpappe drauf, Ringbalken drauf, Ringbalken außen verschraubt. Dann die Löcher vorgepunktet sozusagen, Ringbalken auf die Seite lupfen, Löcher reinbohren, Dübel rein, Ringbalken wieder hin und verschrauben. Ja. Hoffen wir, dass das morgen alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann wäre das hervorragend, weil dann könnten wir eventuell mit dem Grundrahmen von der Grillkota gleich noch weitermachen morgen. Aber ob wir das dann schaffen, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Naja, gucken wir mal, wer alles hilft. Okay, das war's jetzt aber endgültig für heute. Leute, ich bin raus. Wir sehen uns morgen.